Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Guild Wars 2. Wie ihr bereits hört, ist Amator stark am Lachen, weil er in der letzten Folge einen Champion beschworen hat, den wir jetzt zu zweit legen wollen. Ja, es tut mir leid. Ich wüsste es doch nicht. Zu zweit ein Champion. Und ich schreibe schon mal um Hilfe. Wir hatten kaum den Flammengiganten da. Ja, knapp den geschaffen und jetzt schon nee, ist klar, ne? Okay. Es tut mir leid. So. Ach, besser. Da ist einer? Die kommen sehr schnell. Und die greifen auch an. Tja. So soll das sein. Und schon ist die Verstärkung da. Hey, wie viel Leben habt ihr? Alter! Und ich hab meine Event-Krieg von Ascalon fertig. Und ich hab meine... Ey, das sind Level 80er, ey. Ja. Okay, ich hab mal meine tägliche Aufgabe beendet und bekomme mystische Münze, Reparaturkanister und Kanne flüssige. Nice. Das benutze ich. Das kommt in die Bank und das kommt in die Bank. So. Ah, hier liegt noch einer. Also, so beginnt deine Folge richtig gut. Alter Schwede. Und jetzt holen wir uns noch den Fertigkeitspunkt da hinten. Kommst mit? Ja, ja. Ach Gott, das war ja mal echt geil. Erstaunlich schnell gekillt. Hast du eine Pistole? Ich bin Level 10. Ich bin auch Level 10. Ja, ist mir gerade erst aufgefallen. Pistole? Nö. Kannst du das nicht benutzen? Nein. Ah. Mann, ich hoffe, wir sehen auch so cool aus, mit wenn sie da, wie die da. Ey, träumen kann ja, Mann. Ja, träumen kann jeder. Okay, ich träume mal. Ende. Okay, Fertigkeitspunkt ist weiter oben. So. Also die Fledermäuse hören sich auch an, als ob sie krank sind, wenn sie sterben. Tja, die Armen. Ein kranker Tod. Jupp. So, danach dann sofort Story. Der fängt hier ja schon super an. Blitz! Ehrlich, wenn ich das immer mache, muss ich das sagen. Ah, das macht so Spaß. Blitz! Und dann. Und den Fertigkeitspunkt bekommen. Nice. Oh Gott, wir sind sowas von gut. So, und dann zur Quest. Ja, porten wir uns dahin. Let's port. Weg macht hast du schon mal den, hast du den Zuschauern schon mal gezeigt, die ganze Welt von Tyria? Auf der Karte? Nee. Ich weiß nicht, wo du bist. Ach da. So, dann zeige ich euch mal. Das hier ist unsere Welt, die wir noch zu erforschen haben, Ascalon. Und das ist die ganze Welt, die wir noch zu bereisen haben, bis hier unten hin zu den Ruinen von Orr. Also, wir werden ziemlich viel zu sehen bekommen und richtig viele Fails dazwischen haben. So wie in der letzten Folge. Los. Ist da hinten ein Event? Nee. Dann würden wir es jetzt schon wissen. Und Instanz betreten. Oh, Operation Bollwerk. Also das Bild ist geil. Ein episches Bild, ey. Mal schauen, was wir zu erledigen haben. Und da wartet Alexus Felshaut, das Gespenst und Weaver.
Hey Weaver, Schnurr, Schnurr. Ey, man flirtet nicht mit den Truppenmitgliedern, das lenkt nur vom Kampf ab. Ach bitte, während des Kampfes loote ich auch die Gegner. Habe ich das jetzt laut gesagt? Nee, nee, Ja. nee, nichts gesagt. So, unsere drei Truppenmitglieder, wie immer kampfbereit, so wie ich das will. Dann erzählt uns mal eure Geschichte. Aufgepasst! Eine Kompanie der Flammenlegion marschiert auf die schwarze Zitadelle zu. Tribun Brimstone wird die Hauptmacht des Gegners angreifen. Und wir schalten währenddessen die Nachhut aus. Feiern, ihr übernehmt den Mörser. Wartet, bis wir die Ziele mit grünem Rauch markiert haben. Dann gebt ihnen Saures. Bestätigt. Ich habe schließlich schon Mörserfeuer ins Ziel gelenkt, als ihr noch im Pharah an Markknochen rumgekaut habt. Alexus, ihr seid unser Scharfschütze. Sucht euch eine Deckung, aus der ihr das ganze Schlachtfeld einsehen könnt. Wir markieren euch die Ziele und ihr verpasst ihnen ein paar neue Atemlöcher. Mit Vergnügen. Und wenn ich mehr als einen Schuss pro Opfer brauche, dürft ihr mir die Rationen halbieren. Also gut. Wir erledigen das schnell und wir erledigen das gründlich. Dann kommen wir alle wieder gesund nach Hause. Kapiert? Dann Tja. Abmarsch! Okay. Was für ein cooles Gewehr. Bin in Position und warte auf euer Zeichen, Boss. In Position. So. Bam, Also bam, ich kann die bam, Signale bam, geben. bam, bam. Warte, 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 nicht angreifen. Hihihihi. Den anderen töten wir. Blitz! Mit meiner Blitzfähigkeit schaffen wir das natürlich. Okay, warte. Da ist Mörser, Mörser, unbedingt. Warte, warte, warte. Nicht blind drauf los. Erst die Ach, Gruppe Mensch. links, die kommt. Warte, bis die kommt. Okay. Den Schaman erschießen wir? Ziel erfasst. Feuer. Ey, ich wollte gerade sagen. Ein Schuss pro Opfer, bitte. Blitz und drin. Trebuch. Katapult markiert. Nice. Achtung, da So kommen soll das noch. gehen. Blitz. Schild. Es ist schlimm, gegen das eigene Volk zu kämpfen. Das ist die Flammenlegion, da darf man das. Sie haben sich gegen uns gewandt. Eigentlich haben wir uns gegen sie gewandt, während sie uns versklavt haben. Blitz. Ist doch egal. Das kann man da auf beide Seiten sehen. In beide Seiten Beide Richtungen. haben wir eher das Recht, gegen sie zu hassen. So, gegen wen willst du kämpfen? Axunhold oder Klingenmeister? Klingenmeister, greife ich Okay. an. Der Axtfuzzi ist tot. Blitz und rein. Wann machst du Mörser endlich? Bei den Katapulten. Gut. Rauchmarkierung erkannt. Schuss abgefeuert. Mann, sie müssten doch tot sein, egal. Wo ist das nächste? Abschluss bestätigt. Ah, Mann, Blitz und blöde rein. Lex. Not gut. Blitz! Das kommt davon, wenn man aufnimmt und gerade dabei ist, das Video hochzuladen. Ja, das ist nicht immer gut. Nee, nee, im Moment spüre ich es gerade ziemlich gut. Das ist auch nicht gut für uns. Nee.
Das wird nicht gerade eine besonders gute Folge wählen, den Lex. Och, Mann, das ist ja wirklich extrem. Ein Munitionsläufer. Es gibt keine Katapulte mehr. Hast du das noch nicht bemerkt? Doch, da gibt's nur einen. Ja, warum läuft er dann weg davon mit der Munition? Nice. Na, Mann. Alles down, alles bau. Also die Lecks gehen mir sowas von auf den Senkel. So, Trupp treffen. Erzählt mir euer Problem. Alles erledigt. Die Nachhut der Flammenlegion ist offiziell auf der Gefallenenliste eingetroffen. Ausgezeichnet. Dieser Trupp hat Schichtende, Soldaten. In Marschkolonne angetreten und nichts wie ab in die Zitadelle. Warmes Essen fassen. Der beste Trupp der ganzen Legion. Hurra! Völlig richtig. Und lasst euch von niemandem was anderes erzählen. So einfach geht Operation Bollwerk. Fahnenflüchtig. Der Titel gefällt mir irgendwie nicht. Naja, jetzt kriege ich einen Stab. Oh, und einen Schlüssel. Der Stab sieht mal cool aus, aber möchte ich nicht haben. Alter! Der Hammer. Ja! Sag mir! Für Pyro. Ja! Yes! Ja! Geil! WTF? Bringt dieses Ticket zu einem wachsamen Waffenspezialist in einem der Flüchtlingslager oder zu Evo Schützklinge bei Löwenstein Handelsposten, um einen Skin für Pyrowaffen zu erhalten. Awesome! Die Flammenwaffen kann ich mir jetzt kaufen. Flammenwaffen, welche sind das nochmal? Ah. Ah, was ist das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Kopf. Die Waffen, die du beim Flüchtlingslager bekommst, also kaufen kannst. Ach. Ah, oh Gott. So. Weil man's kann. Weil man's kann, so. Wir sind Level 11, dann machen wir trotzdem mit der Quest weiter. Und fertig. Und klar haben wir das auf Video. Oh Gott. Wie lange haben wir? Hallo. Ja, wir haben gute 6 Minuten und 30 Sekunden. Komm, wir machen mal eine kurze Folge, da es gerade so viel laggt und ich nicht noch weiter nerven will damit. Die Folge war nicht schlecht. Also, ja, ist zwar vielleicht eine kürzere Folge, aber viel wurde gezeigt. So. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ups. Oh, nach dem Kampf. Ich war nicht schuld, sie kamen vorbei. Cool, ich bekam eine Kiste. Durch, durch tägliche... Ja. Du auch? So. Nö, hab ich schon lange. Ich bekam Lorbeeren, eine mystische Münze... Ja, die Kiste habe ich in der letzten Folge bekommen. So, und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst uns einen Kommi mit Kritik und alles. Wir sehen uns. Ciao. Cheerio, Leute.